Servus Leute, wir nutzen heute den Tag, sind nach Feierabend noch mal raus, haben eine große Pfanne dabei, brutzeln uns was Schönes und, heute ganz besonders, Jens und ich, wir haben Bier gebraut, unser selbstgebrautes Bier, das erste, was wir selbst gebraut haben. Das verleiben wir uns heute hier vor der Kamera ein und sagen euch, wie es schmeckt. Falls ihr da Bock drauf habt, bleibt dabei. Ja, Freunde, wir sind heute einfach mal raus. Hobokocher haben wir eingepackt. Es hat die letzten drei Tage einfach nur geregnet und geregnet und geregnet. Deswegen ist es heute auch safe, hier auf dem nassen Erdboden Feuer zu machen. Jens schält schon eine Zwiebel. Jens, was gibt es noch zu essen? Wir haben uns überlegt, leckeren Fleischkäse zu machen. Mit Bratkartoffeln. Zwiebeln? Zwiebel dazu. Der gute alte Lixader Edelstahl-Hobo. Taugt. Ja, Freunde, wir kochen ja gerne in der Natur, wir zelebrieren das ja auch mal ganz gerne. Ich hätte mal eine Frage an euch, gibt es irgendwas, was ihr gerne mal sehen würdet, was wir kochen? Falls ja, dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Bin schon gespannt. Wir braten es jetzt richtig schön rösch an, beziehungsweise Jens brät an. Ich erzähle mit der Kamera. Und dann machen wir oben schön die Kartoffeln drauf. Jens hat noch Bratensoße gemacht. Ist die Bratensoße geworden? Perfekt. Perfekt, ja. Auf jeden Fall. Wir haben noch ein selbstgemachtes Pale Ale dabei. Richtig schön hopfig. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf, wie das zu dem Leberkäse harmoniert mit den Kartoffeln und Zwiebeln. Oh, geil. Das sind schöne frische Petersilie oben drauf. Oh, das ist gut. Freunde, ich sag euch, es ist so einfach. Ein bisschen rausgehen, die Natur genießen. Ich habe es vorhin erst gesagt, es kostet eigentlich echt überhaupt nichts. Einfach nur auf der Couch aufstehen, rausgehen in die Natur. Einfach machen. Ja.
So Freunde, es ist angerichtet. Schaut mega lecker aus. Jetzt schenkt man so unser selbstgebrautes Pale Ale ein und dann lassen wir es uns schmecken, Freunde. Das wird ein Fest, sag ich euch. So, da lachen wir, Jungen. Also. Zum Wohl. Zum Wohl. Echtes Männerbier. Trinkst du so? Ja. Das ist eine Flasche? Ja, natürlich. Also. Zum Wohl. Zum Wohl. Mega. Richtig schöne. Was ist das für eine Note? Pfirsich? Nee. So Zitrusfrüchte. Ja, richtig irgendwie gut. So Orange, ja. Pfirsich, irgendwie ja. Die Richtung. In dem Sinne. So, mein Junge. Also. Guten Appetit. Einen guten. Wohl bekomm's. Wünsche ich auch. Also Bratkartoffeln, ja. Schon mal sehr gut. Holen wir den Fleischkäse. Mmh. Mega. Echt gut. Gut. Mhm. Freunde, was ist euer Lieblingsessen draußen in der Natur? Einmal möglichst einfach und einmal möglichst lecker. Schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Wir kochen gerne draußen in der Natur und wir würden gerne was Neues ausprobieren. Wobei eigentlich probieren wir ständig was Neues aus. Jedes Mal was anderes, ja. Ich nehme mal einen Schluck mit einem leckeren oh ja. Bier zwischen rein. Oh ja. Boah. Das schießt der immer wieder. Ein bisschen. Macht sich wunderbar zu dem Essen, finde ich. Richtig gut. Deftig passt immer zu Bier. Mhm. Oder Bier zu deftig. Nee, aber das so. Das stimmt. Aber ich finde, es ist besonders hopfig. Ja. Die Zitrusnote harmoniert irgendwie gut mit dem Fleischkäse und den Zwiebeln. Freunde, das war der leckerste Fleischkäse, den ich heute gegessen habe. Nee, Spaß beiseite, war wirklich gut. Jetzt gönnen wir uns noch einen kleinen Nachtisch. Riegel mit R's. Und danach schnitzen wir uns Pinchen, aka Schnapsgläschen. Den Bohrer dabei, den der Markus für mich zusammengeschweißt hat. Und damit probieren wir uns jetzt mal so Pinchen zu basteln. Gucken noch ein bisschen Feuer. Essen Snickers. Lassen es uns gut gehen. Herrlich. Trinken Freunde. Bier? Trinken Bier. Oh ja, trinken Bier. Ich finde ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist keine Werbung oder so, aber ich finde diese Faxe-Dosen, die werden echt immer besser. Also diese Grafiken, die da drauf sind, das ist schon echt geil hier. Sind wir das? Ja, nee, das ist ein brennendes Stück Fleisch. Das ist einfach genial, das war mega. Freunde, ich sag euch, man kann so viel Spaß haben hier draußen. Einfach machen. Oh, geil, immer wieder faszinierend. Gut, dass hier draußen schmeckt. Den Schnaps haben wir nachher verdient. So lässt es jetzt noch leicht hacken. Deswegen jetzt noch, solange am ganzen Stück ist, hacke ich die Kontur so ein bisschen. Dann sägen wir hier ab. Den Rest machen wir dann wahrscheinlich mit dem Messer. Ja, mal gucken. Das ist richtig schön hartes Holz. Das ist richtig schön getrocknet schon. Ja, ist zwar anstrengend, aber wird sich lohnen. Die werden wir ewig benutzen. So schaut's aus, Freunde. Jetzt ein bisschen mit der Axt und dann gibt's den Schnaps. Unsere Schnapsbecher sind fast fertig. Wir genehmigen uns jetzt noch schön einen leckeren Zirbenschnaps.
Zirbenlikör. Dann gucken wir noch ein bisschen ins Feuer, quatschen noch ein bisschen. Dann laufen wir wieder zurück. Ach, mega. Heute war das mal ein bisschen kürzeres Video, aber wir wollen euch einfach mal motivieren. Packt einfach mal eure Sachen, geht's einfach mal raus. Unter der Woche, am Wochenende, egal wann. Ja. Es braucht nur ein paar Stunden und inneren Schweinehund überwinden, rausgehen. Es lohnt sich. In diesem Sinne, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video.